Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Video, das diesmal ganz besonders für Kinder ist. Für euch Kinder, die ihr gerade eine sehr herausfordernde Zeit habt. Ihr müsst zu Hause bleiben und dürft nicht so raus, wie ihr das gewohnt wart. Euch mit Freunden treffen, in die Schule gehen, naja, okay, das geht ja noch, aber auch Freizeitaktivitäten, Sportvereine und auch Kommunionstunden fallen jetzt aus. An euch Kommunionkinder richte ich mein Wort ganz besonders von meiner Gemeinde. Ihr habt euch so auf diesen Tag gefreut. So möchte ich euch ein Video heute schicken, das sich mit dem Evangelium vom nächsten Sonntag beschäftigt. Dort geht es um eine Herausforderung. Jesus fordert jemand heraus, und zwar ist das den Lazarus. Der Lazarus ist schon gestorben, er ist schon begraben. Und Jesus sagt, an ihm soll sich zeigen, wie Gott ist. Gott will, dass wir leben. Und er sagt zu dem Lazarus, stellt sich vor das Grab, der sein Freund war, stellt sich vor das Grab und sagt, Lazarus, komm heraus. Dadurch fordert er auch den Glauben derer heraus, die da drumherum stehen. Kann Gott das? Kann Gott Leben machen, da wo schon tot ist? Kann Gott etwas Tolles schaffen, da wo nur Blödes ist? Kann Gott aus dieser Situation, in der wir im Moment alle sind, eingesperrt, etwas Wunderbares herauskommen lassen? In der Natur funktioniert das. Zum Beispiel bei den Osterglocken, die hier stehen. Die sind alle aus einer Zwiebel herausgekommen. Aus etwas, wo man dachte, da passiert nichts mehr. Diese herrlichen Blumen. Und etwas, was wir alle gut kennen, ist ein Schneckenhaus. Ich habe das gefunden vor einiger Zeit, beziehungsweise mein Neffe Linus. Und wir alle möchten, dass diese Schnecken herauskommen. Komm doch heraus. Dieses Schneckenhaus ist allerdings jetzt leer. Und die Frage ist, was soll wirklich aus uns herauskommen? Soll da etwas Komisches herauskommen in diesen Tagen? Soll da etwas Blödes oder Ekliges herauskommen? Soll aus uns etwas, ja, Genervtes herauskommen? Wahrscheinlich ist das so, dass sehr viele im Moment Ärger haben oder dass viele sich aufregen. Ich habe uns eine Schnecke gemalt, die wir hier sehen. Ich habe das mal vorbereitet. Die ist noch ganz leer außen. Und die Frage ist, für euch zu Hause, wollt ihr euch auch so eine Schnecke malen? Aber auf ein großes Blatt Papier. Und dann schreibt ihr einfach auf diese Schnecke drauf, was Gutes aus uns herauskommen soll. Was Gutes aus diesen Tagen herauskommen soll. Zum Beispiel, dass wir mehr Zeit haben zum Zuhören im Moment. Oder dass ich sage, ich helfe auch mal zu Hause mit und räume die Spülmaschine einfach so aus. Oder ich ärgere mal meinen Bruder oder meine Schwester nicht und spiele einfach mal mit ihr. All das könnt ihr auf die Schnecke schreiben und zusammen mit euren Eltern vielleicht. Was soll aus euren Eltern herauskommen? Vielleicht, dass sie euch was vorlesen oder dass ihr zusammen einen tollen Film anschaut. Oder dass ihr einfach auf den Balkon geht oder auch als Familie dürfen wir das noch jetzt spazieren gehen. Stand heute am 24. März im Jahr 2020. Nutzen wir diese Zeit, dass Gutes aus uns herauskommt. Und Jesus fordert uns heraus dazu, wie den Lazarus. Komm heraus. Komm aus deinem Grab, wo du denkst, da passiert nichts mehr. Komm aus deiner Gelähmtheit, wo du sagst, da komme ich nicht mehr weiter. Komm aus deiner Hoffnungslosigkeit. Diese Tage jetzt, so singt es ein Lied, sind die Tage, in denen Gott alles neu zum Blühen bringt. Draußen passiert das. Lassen wir das auch in uns passieren. Lassen wir das Gute, das Wunderbare, das Menschliche heraus. Lassen wir Gott heraus, dass er uns, und wir hören gerade Musik nebendran, da lässt auch jemand was raus. Ja. Lassen wir das Schöne aus uns heraus, vergraben wir uns nicht. Sondern lassen wir uns von Jesus herausfordern. Komm heraus, wer du auch immer bist, Sebastian oder Sabrina. Komm heraus, Tom, komm heraus, Sandra. Komm heraus, wo du bist, zum Leben. Komm heraus, damit die Welt glaubt, dass Gott mehr kann. Er ist der Sieger über den Tod. Liebe Erstkommunionkinder aus Hechtsheim und Ebersheim, das ist euer Platz, den ihr jetzt in der Kirche habt. Mit eurem Gesicht, mit der Note, ihr seid ein Ton in Gottes Melodie. Und dieses Stück wird viel länger geschrieben als geplant. Mit dem Fest der Erstkommunion, auf das ihr noch
länger warten müsst. Aber ihr dürft sicher sein, dass Jesus da ist für euch, jetzt auch in dieser Zeit. Hier im Tabernakel, unserer Kirche, ist er immer da. Und er ist bei euch zu Hause. Er ist der, der kommt, wenn ihr ihn einladet, jetzt in euer Herz. Er ist da, wenn wir jetzt zusammen beten, wozu ich euch einlade, miteinander zu sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, danke, dass du da bist in diesem Haus. Und danke, dass du da bist in unseren Häusern. Du bist gekommen, um unter uns zu wohnen. Wir bitten dich jetzt, wo wir zu Hause sein müssen, viel, viel mehr nicht mehr rausgehen können, als wir das gewohnt waren, dass du dort bist, wo wir sind. Und ich bitte dich für meine Kommunionkinder in Hechtsheim und Ebersheim, die nicht mehr da sein können, hier in dieser Kirche, wo du sie einlädst. Sei du selber jetzt bei ihnen zu Hause und lass sie das Haus sein, in dem du wohnst, ihr Herz und ihre Zeit, die sie haben. Der Ort, wo sie sind, soll der Ort sein, wo du bist. Lass uns dich einladen. Komm, Jesus, komm, sei du unser Gast. Kehre ein bei uns, nimm Platz, damit wir nicht alleine sind. Amen. Und so segne euch, Kommunionkinder ganz besonders, und eure Familien und eure Häuser, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.